Hoho. Jo, ich wurde des Häufigeren schon mal angemailt, mal ein bisschen was über das Equipment zu sagen, was ich immer in meinen Videos benutze, in meinen Tutorials. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und euch einfach einmal ein paar Amps und Top-Teile vorstellen, zu denen ich Zugriff habe. Anfangen tue ich mit meinem, ja, jetzt haltet euch fest, Huge und Kettner Matrix 100. Das ist so ziemlich das billigste Top-Teil, was man sich auf dem Gebrauchtmarkt kaufen kann. Ja, und damit mache ich meine Tutorial-Videos immer. Wie ihr seht, benutze ich eine Mesa Boogie Box, aber die reißt es nun auch nicht raus, weil ich eigentlich bei relativ geringen Lautstärken alles aufnehme. Ja, ich nehme die Dinger immer mit einem kleinen Kondensatormikrofon beziehungsweise mit einem Großmembran-Kondensatormikrofon auf und dann eben halt mit meinem Headset, was ich, worüber ihr mich jetzt gerade reden hört. Nebenbei bemerkt, das Headset ist auch das billigste, was man kriegen kann. Das ist ein Thomann-Headset für 29 Euro von T-Bone. Aber es funktioniert tatsächlich. Sicherlich werde ich mal ein bisschen irgendwie teures Equipment anschaffen, aber alles zu seiner Zeit muss man sich ja auch irgendwie leisten können. Ja, so, ich erkläre euch das. Also, das ist ein Huge und Kettner Matrix 100, hat 100 Transistor-Watt, ne? Hat einen Vierfach-Fußschalter dabei, weil man kann in diesem Amp eigentlich 4 Sounds abspeichern, wobei es eigentlich nur 2 Kanäle sind, weil der Amp hier hat eigentlich nur 2 getrennte Klangregelungen. Eine Klangregelung für einen kompletten Clean-Kanal, da habe ich also auch besser mit den Höhen und Lautstärke natürlich. Und hier rechts die ganzen Regler da, das sind eigentlich die 3 anderen Sounds, wobei die eben so halt sich eine Klangregelung teilen. Besser mit den Höhen teilen die sich hier alle. Ich kann für alle 3 anderen Sounds die Lautstärke getrennt regeln. Für den Crunch-Sound habe ich einen Gain-Regler und für den, es heißt bei dem Ding hier dann noch Lead und Warp, das sind dann Sounds 3 und 4, habe ich zusammen einen Gain-Regler für die beiden Kanäle quasi, denn wenn man das so will, oder beiden Sounds. Also ich kann 4 Sounds abspeichern. Was ich bei diesem Amp ganz interessant finde, ist dann noch die Möglichkeit, dass ich habe hier oben noch so eine kleine Leiste, dass ich jedem der 4 Sounds Effekte zuweisen kann, die ich über einen extra Fußschalter, da habe ich dann noch so einen extra Zweifach-Fußschalter angeschlossen, wiederum an- und ausschalten kann. Ich kann also entweder komplett ohne Effekt spielen, also mit gar nichts, oder ich kann einen Hall aktivieren, das ist einer der beiden Taster, oder ja, der zweite Effekt, das sind dann so kombinierte Effekte. Ich könnte hier zum Beispiel einen Flanger mit einem Delay laufen lassen oder sowas ähnliches. Und das kann ich über einen weiteren Taster jeweils aktivieren oder auch deaktivieren. Und witzigerweise funktioniert das nicht über eine Save-Funktion, sondern immer wenn ich in einem Kanal, hier bin ich jetzt im Clean-Kanal, würde ich jetzt hier irgendwas einstellen an den Effekten und sie natürlich aktivieren über den Fußschalter, dann sind sie eben halt auch immer wieder aktiviert, oder gespeichert, aktiviert ist nicht ganz richtig, dann sind sie gespeichert immer für den jeweiligen Kanal. Die Aktivierfunktion, also mit dem Fußschalter hier, das merkt er sich. Also würde ich jetzt zum Beispiel im Clean-Kanal komplett ohne Effekte spielen und ich würde dann auf meinen, ich sag jetzt mal, Solo-Kanal schalten, wo ich mir ein kleines Delay hinprogrammiert habe, dann ist das dann natürlich auch aus. Also dieser zusätzliche Fußschalter, dann müsste ich diese Effekte wieder aktivieren halt, ne? Okay, aber ich kann sie auf jeden Fall schalten. Das ist schon mal ein ganz, ganz tolles Feature. Dann kann ich hinten natürlich ganz normal 2 Lautsprecher anschließen. Dann habe ich eben halt 2 Buchsen für die beiden Fußschalter, die ich ja theoretisch anschließen kann. Dann kann ich einen Kopfhörer anschließen. Ich glaube, er hat sogar noch ein Aux-In für eine externe Klangquelle. Und ein Line-Out ist hinten auch noch dran. Das ganze Ding wiegt natürlich so gut wie gar nichts, ne, weil es ein Transistor-Amp ist, ist super leicht. Auf dem Gebrauchtmarkt, also neu hat sowas, glaube ich, mal 400 Euro gekostet. Auf dem Gebrauchtmarkt kriegt man diese Kiste. Ich habe dafür 120 Euro bezahlt, inklusive Versand bei einem Auktionshaus, was wohl jeder kennt. Ja, also man findet die Kiste eben halt relativ günstig im richtigen Leben. Aber nun zur Praxis, zum Sound. Ja, wie gesagt, man darf von so einer Kiste nicht allzu viel erwarten. Für eine Session mit einer 412er-Box hinten dran oder so reicht das Ding allerdings trotzdem allemal aus. Live habe ich das Ding auch schon mal gespielt. Gut, da geht jetzt nicht so die Sonne auf, aber man kann damit durchaus Musik machen, das muss man einfach mal so sagen. Es ist halt kein Röhrenamp, man darf da also nicht zu viel erwarten, was die ganzen Sounds angeht, aber hören wir da durchaus mal rein. Ich habe jetzt einfach mal, ich werde jetzt gleich mal den Clean-Kanal aktivieren mit einem leichten Chorus drauf und ein bisschen Hall. Thank you.
So, im nächsten Beispiel habe ich den Crunch-Sound an. Ich habe den Gain-Regler hier relativ hoch. Wie gesagt, da die Klangregelung für den Crunch, Lead und Warp sowieso die gleiche ist, habe ich halt eine Einstellung, die ich da immer benutze. Ja, da kann man zum Beispiel so rockige Sachen mitspielen eben halt, ne? Wie ihr gehört habt, war da auch ein bisschen Hall aktiviert und so weiter und so fort. Ne? So, dann gehen wir mal in den Lead-Kanal. Den benutze ich eigentlich immer, ja, eigentlich ganz selten. So, da habe ich jetzt mal gar nichts aktiviert an Effekten. Da, ne, den könnte man jetzt so, da geht es schon in die härtere Fraktion. Da hat man den Transistor-Sound eben halt. Ne? Ja, da kommt dann halt sowas raus, ne? Wie gesagt, also es ist schon ganz geil. Ich habe jetzt hier, ne, ich bin in Drop-Tuning, da geht das dann eben halt schon einigermaßen. Ja, genau, da wollte ich noch erklären. Ich habe doch nochmal dasselbe Riff kann ich nochmal kurz mit dem Flanger-Sound spielen. Den habe ich hier mal reinprogrammiert. Meiner Meinung nach ist dieser Sound nicht wirklich zu gebrauchen. Ich finde, er klingt ziemlich gräuslich. Ich habe ihn schon, also, ja, wie gesagt, es ist ziemlich scheußlich. Ne? Also der Flanger ist mir da viel zu aufdringlich. Das Delay ist okay, der Hall ist auch okay, also das Delay finde ich ganz gut, das ist der beste Effekt, finde ich. Der Chorus ist auch zu brauchen, der Flanger, den finde ich nicht so schön und ich glaube, der Tremolo-Effekt ist auch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Mehr Effekte hat er auch gar nicht. Das sind die Effekte, die er halt hat. Ja, und dann, dann gibt es eben halt noch den Warp-Channel, den benutze ich als Solo. Ich spiele mal Ich spiele mal dasselbe Riff, mal einmal im Lead und einmal im Warp-Channel. Der Warp-Channel ist rhythmusgitarrentechnisch eigentlich auch ganz geil. Der hat ein bisschen mehr Dampf untenrum. Ne? Nochmal dasselbe Riff im Lead-Kanal, dann schalte ich mal um. Jetzt im Warp. Ich denke, das ist schon ein deutlicher Unterschied zu hören. Und wie gesagt, das klingt eigentlich, ne, der Warp-Kanal ist schon bassmäßig untenrum ein bisschen geiler. Ich benutze den aber eher für meine Solo-Geschichten, weil ich, wie gesagt, die müssen sich ja alle eine Klangregelung teilen. Deswegen ist das halt so, ne, dass man da ein paar Kompromisse eingehen muss. Man kann aber durchaus 4 Sounds aus dem Ding rauskitzeln, die man irgendwie so ein bisschen brauchen kann. So, das geht schon. So, dann, Lead-Kanal, also eigentlich ist das mein Solo-Kanal, da habe ich dann gerne immer mal so ein bisschen Hall und ein bisschen Delay drinne. We'll be right back.